Wir haben weißen Rauch. Jetzt müssen diese Reformpakete umgesetzt werden. Das wird auch spannend in Griechenland sicherlich werden. Es gibt wohl auch einen Treuhandfonds. Und das ist sicherlich ganz harter Tobak für die Griechen. Entscheidend ist natürlich, ob diese Reform ausreicht, um längerfristig wirklich zu sagen, Griechenland kann die Eurozone aushalten und trotzdem wettbewerbsfähig werden. Das glaube ich noch nicht. Also ich denke, im Augenblick ist die Wahrscheinlichkeit eines vierten Hilfspaketes irgendwann zwei, drei Jahren nach der Bundestagswahl größer, als es, dass es bei einem dritten bleibt. Wir haben ein bisschen mehr Stabilitätsunion. Ob es ausreicht, bleibt abzuwarten. Aber die anderen Länder der Euro-Südzone wissen jetzt, ohne Reformen bekommen wir Probleme. Die Kuschelunion der Eurozone ist ein bisschen beendet. Ob es längerfristig reicht, das weiß niemand. Aber es heißt auch, Stabilität heute ist ja ein bisschen als kleiner Keimling aus der Erde wieder emporgeschossen.